Mit dieser Technik kriegst du garantiert einen Sixpack. Bereit? Enjoy! Hey Leute, was geht ab? Hier ist euer Coach Eddie und ja, ich habe gerade echt mich weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich mir einer Technik ganz, ganz bewusst bin, und zwar ist es die sogenannte Blitztechnik für die Bauchmuskeln. Diese Technik kann man natürlich auch für andere Muskeln übernehmen, aber bei den Bauchmuskeln passt sie perfekt, weil man nicht unbedingt immer Bock drauf hat, die Bauchmuskeln zu trainieren. Ja, das Problem oder dieses Phänomen sehe ich öfters bei Athleten oder bei Leuten, die trainieren. Die sagen, ah, Bauchmuskeln, keinen Bock. Wann soll ich es wohl machen, wie oft überhaupt? Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch Leute, die exzessiv Bauchmuskeltraining machen, die das lieben. Ich bin so ein Mix aus beiden. Ich war anfangs extremer Bauchtrainingsfan. Ich habe, glaube ich, stundenlang Bauchtraining gemacht. Und heute ist es ein sehr kleiner Teil meines Trainings. Mir reichen so ein, zwei Übungen und dann passt es auch. Ne? Worum geht es in dieser Blitztechnik überhaupt? Es geht darum, dass wir uns die Bauchmuskeln vornehmen und dann für 2 Wochen mal richtig intensiv auseinandernehmen. Ja? Das heißt, 4 bis 6 Einheiten pro Woche werden diese Bauchmuskeln mal richtig auseinandergenommen. Also wirklich, sucht euch 2, 3 Übungen aus und macht sie bis zum Abwinken, dass ihr wirklich merkt. Also mindestens 10, 15 Minuten intensive Quälerei für die Bauchmuskeln speziell. So. Jetzt ist passiert das die ganze Zeit und 4 bis 6 Wochen denken sich, 4 bis 6 Mal die Woche, denken die Bauchmuskeln sich, was soll das? Warum macht er das mit mir? Nach 2 Wochen wird das Ganze dann einfach unterbrochen und wir trainieren die Bauchmuskeln jetzt gar nicht mehr. Wir lassen sie komplett in Ruhe, lassen sie sich mal richtig schön regenerieren, machen unser ganz normales Training einfach weiter. Und dann, wenn diese 2 Wochen der Ruhephase wieder vorbei sind, greifen wir sie wieder an. Die Bauchmuskeln kennen das Ganze schon, das heißt, der Memory-Effekt setzt ein und die sagen sich, aha, der Spacken wird schon wieder hier übertriebenes Bauchtraining durchziehen. Alles klar, was machen sie? Sie greifen wieder neu an, verbessern sich und werden definitiv auf jeden Fall definierter, okay? Das Ganze funktioniert natürlich nicht ohne die anständige Diät dazu, die natürlich grundlegend sein muss für das Ziel Sixpack. Ja, du kannst die allerbesten, ich sag's immer wieder, die allerbesten Bauchübungen der Welt machen. Du kannst keine gute Diät einfach umtrainieren, das geht einfach nicht. Das ist unmöglich, du brauchst definitiv ein Kaloriendefizit. Das heißt, du musst eine Diät machen, um dein Sixpack oder deinen flachen Bauch irgendwie freizulegen. Für meine aktuelle Bauchübung, die momentan echt alles wegknallt, braucht ihr ein Handtuch. Das faltet ihr einmal längs und rollt es auf wie so eine Rinderroulade. Oh yes, ich glaube, ich mache mir später welche. Die legt euch dann auf und genau auf euren unteren Rücken. Genau dort legt ihr euch drauf, dass ihr praktisch genau mit dem Steißbein oder ja, so sagen unteren Rücken genau dort aufliegt. Dann kommt die Rollbewegung, ihr rollt euch nämlich ganz langsam auf, wie so ein Thunfisch in der Rolle, also ganz entspannt und locker leicht. Versucht wirklich jede Muskelfaser anzuspannen und wenn ihr am obersten Punkt seid, drückt ihr euren unteren Rücken komplett gegen das Handtuch. Das heißt, ihr kriegt die tiefste Kontraktion hinein, sogar in den tiefsten Bauch, im unteren Bauchmuskel. Ja? Das tut weh, das ist heftig, das ist intensiv, auch hier arbeite ich gerne wieder schön langsam, also nichts mit Schwung, nichts mit Ruckerei. Und ich denke, das Ergebnis lässt sich auch gut zeigen. Yeah. Okay Leute, ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was dazulernen. Probiert das gerne aus. Ja, macht das Bauchtraining am besten immer nach eurem kompletten Training, damit die Bauchmuskeln nicht geschwächt sind und ihr bei Kniebeugen oder Kreuzheben total failt. Dann müsst es auch schon laufen. Bei einigen wird es auch notwendig sein, auch ein bisschen Cardio zu machen, um einfach nur ein bisschen überschüssiges Wasser zu verlieren. Aber ansonsten mit einer guten Ernährung und einer guten Diät kann man definitiv die Apps auf jeden Fall freischalten, okay? Ich hoffe, ihr konntet wieder was dazulernen, euer Coach Eddie. Bis zum nächsten Mal. Peace out.